Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem Xiaomi oder besser gesagt vermeintlichen Xiaomi USB-Licht. Ja, was ihr hier seht, sind mehrere Xiaomi LED-Lichter oder eben vermeintliche Xiaomi USB-Lichter. Ich habe mir insgesamt 5 Stück bestellt und zwar bei eBay. Das war so ein Angebot. Ich hatte 3,48 € für die eben 5 Stück bezahlt. Sind heute angekommen. Eine Tüte mit eben halt 5 solchen Lampen. Also diese Tüte oder beziehungsweise dieses Versandtütchen. Das zeige ich jetzt nicht extra in die Kamera. Also sprich, ein Unboxing ist jetzt sinnlos, weil das ist wirklich nur aufreißen und rausnehmen. Ja, was sieht man hier? Die Lampen. Davon sieht man halt schon mal eine. Also gut, es sind natürlich nicht die 5, weil eine beleuchtet hier gerade die Szene und eine leuchtet woanders noch. Naja, aber wie auch immer. Jedenfalls hier, die sind heil und eine von den 5 ist beschädigt. Sprich, das Teil hier, diese Abdeckung ist halt verschwunden. Keine Ahnung, die war auch nicht in der Tüte, also abgegangen und ja, auf nie mehr wieder gesehen. Wie auch immer, ist offensichtlich halt ganz normal reingesteckt und nicht irgendwie noch festgemacht mit irgendwelchen Halterungen oder was auch immer. Was man halt auch sieht, das Teil ist wirklich eine dreiste Fälschung, weil die Verarbeitung, wenn man hier mal so ein bisschen näher rankommt, da sieht man halt schon ziemliche Spaltmaße und ja, haptisch geht das soweit in Ordnung. Aber der größte Unterschied ist, ich habe hier eine Original-USB, Xiaomi-USB-Leuchte und die ist deutlich länger. Auch dieses Leuchtmittel ist hier deutlich größer. Und ja, da sieht man halt schon, dass das ein größerer Unterschied ist. Zusätzlich kann man feststellen, dass hier die Verarbeitung deutlich besser ist bei dem Originalen. Gut. Eine Sache ist leider ein bisschen kaputt bzw. abgegangen. Das originale Xiaomi LED-Licht hat so einen Taster und der ist leider nur gesteckt und recht anfällig rauszufallen. Und leider ist er einmal rausgefallen und ich habe ihn halt nicht mehr gefunden. Wie auch immer, dazu zu diesen ganzen Unterschieden. Hier hinten sieht man halt auch noch, man kann die Teile so knicken wie beim Original, ne? Aber ansonsten hier halt, man sieht einfach dieses. Ja, vermeintliche Alu oder was auch immer das ist, das sieht hier ein bisschen schöner aus. Hier ist es halt ein bisschen matt und hier halt so ein bisschen feiner, ne? Und hier halt relativ grob. Ja, und halt die Größe, ne? Ansonsten, bis auf die Verarbeitung, die vielleicht nicht unbedingt so gut ist und eben hier schon halt Aussetzer hat bei dem Modell, funktioniert das Teil ganz gut. So, ich mache einmal den Test. So. Das Teil leuchtet. Naja, was anderes kann es natürlich auch nicht. Aber ausreichend hell. Sicherlich nicht so hell wie dieses originale Xiaomi-Licht. Man kann auch nicht die Leuchtstärke variieren wie bei dem Original. Weil bei dem Original kann man halt an, aus und dann nochmal eben verschiedene Lichtstärken einstellen. Aber die Lichtstärke ist eigentlich ausreichend. Und eben aufgrund des Preises halt habe ich mir dann halt mehrere gekauft und dann stecke ich halt mehrere an und gut ist, ne? Ich habe damals, glaube ich, 1,50 € für dieses Original Xiaomi Licht bezahlt und jetzt eben 3,48 € für 5 Stück. Ich denke mal, ja, eigentlich finde ich schon diesen Deal hier jetzt besser, den neuen, also mit den 5 Stück, weil man kann halt mehrere anstecken. Und hat dann überall Licht, wo man eben sowas haben möchte. Ansonsten, ich hoffe mal, dass sie lang genug aushalten bzw. funktionieren. Aber für dieses Geld geht es eigentlich in Ordnung, ne? Naja, wie auch immer. Ich werde euch den Link zu dem Produkt in die Kommentare setzen. Nee, in die Videobeschreibung meine ich. Und ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen teurer, aber wie auch immer, soweit geht es in Ordnung halt, ne? Bis auf diesen einen Aussetzer. Aber da werde ich den Händler mal kontaktieren. Mal schauen, was er macht. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage.
Tschüss.